Bayern. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Star Talk. Heute ein Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Er ist zurück, Wolfgang Niedecken. Und wir stehen vor dem heiligen Altar der Gruppe BAP. Und wir dürfen gleich Wolfgang begrüßen. Ich freue mich. Musik heilt alle Wunden, sagt man. Umso schöner ist es, dass ich dich wieder treffen darf, Wolfgang. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, das ist schon eine Weile her, da ging es um die ausgefallene Tour, die DDR-Tour. Und jetzt bist du wieder da und holst wieder mal eine Tour nach. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, diesmal holen wir die November-Tour nach. Es sind jetzt noch zwei Stück zum Nachholen, also heute in Erfurt und morgen in Berlin. Und dann sind wir wieder ganz normal im Fahrwasser. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich wieder weiter mit Musik machen kann. Dass ich jetzt nicht, vorher musste ich ja immer nur erklären, was das denn war. Den ganzen Tathergang wieder erklären. Leute haben sich halt Sorgen gemacht. Und ich finde auch, dass man es ihnen auch dann erklären muss, aber nicht in alle Zeiten, das ist das Ding. Das ist aber auch verständlich, als die Nachricht kam, wir haben alle mit dir mitgefiebert. Ich meine, es hat sich viel verändert in den letzten Jahren, du hast jetzt einen Bart. Ja, das ist aber ganz selbstverständlich. Das wäre ein Debakel geworden, beziehungsweise ein Massaker, wenn ich mich anfangs rasiert hätte. Meine rechte Hand war ja gelähmt in den ersten Tagen. Und als da ein bisschen was stehen blieb, hatte ich auch nicht richtig Lust. Weil das war alles noch nicht so richtig so fit, dass das alles funktionierte. Und irgendwann kam dann der Erste und sagte, da lässt er bestimmt mal was von stehen. Da habe ich halt mal ein bisschen was stehen gelassen und sogar meine Frau findet es okay, weil ich nie gedacht habe. Sieht auch cool aus, also einer der drei Musketiere. Wir stehen übrigens vor dem Altar, wo auch die drei heiligen Könige drin sind. Jawohl, ja, die sieht man allerdings kaum. Ne? Also wir haben ja die heiligen drei Könige im Kölner Stadtwappen hier, ne? Das ist das Kölner Stadtwappen. Und dahinter sind Keith Richards, Bob Dylan und Ron Wood. Damals bei dem Live-Aid-Konzert, wo die sich am Schluss, ja, manche sagen, blamiert haben, aber wir haben gesagt, die haben die Fahne des Rock'n'Rolls hochgehalten. Die haben wenigstens irgendwie nicht geschauspielert. Und diese heiligen drei Könige, die hingen bei uns immer im Proberaum. Und irgendwann wurde da dieser Altar draus und dann ist er überall mitgereist. Da denke ich dran, wenn ich an das Live-Aid-Konzert denke, wir im Osten haben damals alles aufgezeichnet. Alle, da waren die OVO-Bänder, waren nicht mehr da. Und dann gab es noch etwas, was wir aufgezeichnet haben, das war euer Konzert in der Lorelei. Ihr wiederholt das jetzt nach vielen, vielen Jahren. Ja, nach 30 Jahren. Jetzt am 28. August jährt sich zum 30. Mal. Und wir spielen am 1. September. Sollen alle hinkommen, das wird ein Riesending. Das wird bestimmt großartig. Aber wenn man sich das vorstellt, 30 Jahre ist doch unfassbar. Kannst du kaum mehr glauben. Das ist aber das, was dich wirklich überall trägt und was dich dann ja sicherlich auch geholfen, was dir dann auch sicherlich geholfen hat, die Musik. Ja, also meinst du jetzt damals oder? Nee, überhaupt. Der Drang, deine Musik anderen mit anderen zu teilen. Naja, das ist ja nun was Wunderbares. Ich meine, ich lebe von meinem Hobby, kann meine Familie damit ernähren. Wir haben Spaß, wenn wir unterwegs sind. Wir suchen ja so eine Band oder so eine Crew auch nicht danach aus, dass das anonyme Leute sind, sondern wir suchen die ja danach aus, dass sie auch zusammenpassen, dass wir auch zusammen dieses Erlebnis haben können. Und das muss man sich schön machen, muss man aufpassen, dass man nicht in der Routine versinkt. Da passe ich sehr stark drauf auf, weil ansonsten würden wir nur noch Greatest Hits Touren spielen, aber das ist mir zu langweilig. Also es muss immer ein Drittel bekannt sein, ein Drittel womöglich bekannt und ein Drittel Neues und Unvorhersehbares. Dann macht so ein Konzert auch wirklich Spaß, dann ist es richtig zusammengestellt. Jetzt hast du dich ja mit jungem Blut aus Erfurt verstärkt. Ja, das ist alles sehr zufällig gekommen. Ich habe mit dem eine Radiosendung gemacht. Das heißt, wir sind zusammen in einer Radiosendung gewesen. Vor ein paar Jahren haben wir uns angefreundet und mittlerweile ist der eigentlich in Familie, der Mann. Wenn er in Köln ist, dann wohnt er auch bei uns. Und so machen wir halt einiges. Heute haben wir auch bei ihm, gestern Abend noch und heute Morgen sind wir bei ihm dann im Studio gewesen, haben wieder was ausgeheckt. Heute Abend spielt er drei Nummern mit. Also das ist sehr organisch, das ist alles sehr family-mäßig. Ich finde das ja schön, du hast ja mal einen großen Bezug zu Erfurter Musikern. Ja, sowieso, ja klar, Anger 77, die sind übrigens auch wieder hier. Ich mag auch Erfurt sehr gerne, also ich gehe hier gerne durch die Gegend. Ich habe das ja verfolgt seit 91. Im 91 haben wir zum ersten Mal hier gespielt. Und seitdem habe ich das immer verfolgt. Und immer wieder geguckt, was hat sich neu verändert. Und das ist natürlich auf einem, nicht nur auf einem guten Weg, das ist ja schon fast am Ziel. Ja.
Und immer wieder die Thüringenhalle. Also ihr Messehalle habt ihr eigentlich aus eurem Programm gestrichen. Ihr kommt immer wieder zurück in die Thüringenhalle. Ja, also die Messehalle haben wir auch gespielt, glaube ich, zweimal. Aber was soll diese Messehalle, wenn wir die nicht vollkriegen? Was soll der Quatsch? Das kriegen wir doch in die Halle hier. Und mittlerweile glaube ich, dass wir sie auch ordentlich beschallt kriegen. Ist ja akustisch sehr schwer. Aber ich glaube, heute werden wir es sehr gut hinkriegen, weil wir, ehrlich gesagt, wir spielen noch mittlerweile disziplinierter. Okay. Nun hast du ja viel mehr ruhigere Titel auch. Nee, das kann man nicht sagen. Also wir rocken schon ordentlich ab. Das Einzige, was wir nicht mehr tun, ist am Schluss diese Kampfzugaben. Also so, jetzt machen wir euch fertig. Also das ist nicht mehr drin. Ist auch beim Einstellen meiner Stellschraube, ist mir das auch aufgefallen. Warum in aller Welt muss ich allen beweisen, dass ich länger kann? Warum? Es soll ein schöner Bogen sein. Das ist das Wichtige. Und die Leute sollen beschwingt, erfüllt nach Hause gehen und denken, oh, schade, die kommen ja erst in 2 Jahren wieder. So sollen die nach Hause gehen und nicht völlig fertig. Jetzt ist hier schon langsam die Unruhe da. Ihr trefft euch gleich vor dem großen Altar hier. Was passiert dann? Dann haben wir hier, dann sind hier diese 2 Grappa-Flaschen. Ja, und dann wird jedem der Musikanten ein Grappa eingeschüttet. Mir allerdings Mineralwasser. Und dann huldigen wir den Heiligen Drei Königen. Und die meisten fassen dann nochmal einen Satz Saiten von Keith Richard an, der da rumhängt. Und Schlagzeugknüppel von Charlie Watts. Je nachdem, hier unten ist auch ein Plektron von Bob Dylan bzw. von Tom Petty. Das war bei der gemeinsamen Tour. Es ist jede Menge so Devotionalien drin. Bisschen Aberglauben muss sein, glaube ich. Ich habe gesehen, ihr habt auch den Sticker von Rund mit dabei. Ja, das war damals diese Sendung, wo man uns versucht hat reinzulegen. Wo man unbedingt wollte, dass ich erzählen sollte, die SS-20 sind Friedensraketen und die Pershing sind Kriegsraketen. Und den Unsinn konnte ich natürlich nicht erzählen. Und deswegen hat man diese Interviews dann bei der Sendung selbst flachfallen lassen und hat einfach nur diese 3 Titel hintereinander gespielt. Und dann stand ich da und denke, was kann das denn sein? Deswegen habe ich dieses Lied überhaupt geschrieben. Deshalb spielen wir jetzt. Genau aus der Sendung Rund ist das entstanden, was im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass wir die Tour nicht spielen durften. Aber heute würdest du damit gelassener umgehen oder würdest du genauso wieder reagieren? Ja, das kann man ja nicht sagen, weil ich weiß ja mittlerweile mehr. Ja, dass wir das damals gemacht haben, war vollkommen in Ordnung. Können wir sogar stolz drauf sein, weil die meisten wären eingeknickt. Wir sind nicht eingeknickt. Die haben uns, die haben eine Rock'n'Roll-Band geholt und keine Diplomatentruppe. Das war das eine. Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass die Leute, das Publikum sowieso wusste, warum wir spielten. Das war, also, das habe ich damals noch nicht gewusst. Aber ich glaube schon, dass es irgendwo auch mal wichtig war, da mal die Fronten zu klären. Also das ist so ambivalent. Aber damals in der Situation hätte ich genau mich wieder so verhalten. Genau das ist das, was euch über die ganzen Jahre ausgezeichnet hat, eure Ehrlichkeit. Ja, das haben wir auch an vielen anderen Fällen gemacht, wo das natürlich nicht in Tagesthemen war. Ne? Aber das war ein Tagesthemen. So hat mir Finn erzählt, dass du das Projekt Rebound sehr stark beförderst. Er muss sich ein bisschen erkundigen. Erzähl unseren Zuschauern kurz, was machst du mit Rebound? Das ist in Norduganda. Vor ein paar Jahren haben wir das aufgebaut. Das sind 3 Einrichtungen, wo wir ehemaligen Kindersoldaten versuchen, den Weg ins Leben zurück zu ermöglichen, indem wir ihnen ein kleines Handwerk lernen oder überhaupt erstmal lesen und schreiben. Die haben ja furchtbar was tun mussten. Ja, die mussten ja teilweise ihre eigenen Eltern umbringen, damit sie nicht wieder zurück konnten. Also das sind unglaubliche Schicksale. In Norduganda haben wir diese 3 Einrichtungen, die können wir mittlerweile, die haben wir jetzt mittlerweile an den Staat übergeben, sodass das also selbst funktioniert. Man gibt ja immer Hilfe zur Selbsthilfe und nicht von Deutschland aus alles Mögliche organisieren. Und jetzt sind wir seit vorigen September sind wir im Ostkongo und dann machen wir das Gleiche wieder. Im Ostkongo ist noch Bürgerkrieg, also bürgerkriegsartige Zustände nennen wir uns ja. Wir sind da hauptsächlich eben auch dabei, ehemaligen Kindersoldaten was beizubringen, aber auch eben vor allen Dingen minderjährige Mädchen aus Bordellen zu holen, die elternlos sind, denen nichts anderes übrig bleibt. Da gibt es einen schönen Film, den mein Sohn im vergangenen September darüber gedreht hat, in dieser Box, die wir da haben, vor das Programm. Ich danke dir, dass du das alles so wunderbar erzählt hast, so offen und ehrlich, und dass du Menschen Hoffnungen gibst. Sei es mit deiner eigenen Geschichte oder sei es mit Rebound. Und da weise ich auch gerne auf eure Homepage hin, wo man noch mehr findet. Alles danke. Klar, vielen Dank.